Ja, und hallo und willkommen zurück bei Let's Battle Schlacht um Mittelerde. Der Dü und ich sind gerade dabei, hier eine Schlacht um Minas Tirith zu schlagen. Ich bin der, der einmarschieren will, und der Dü ist der, der verzweifelt versucht, das Ding zu verteidigen. Ausgehend von den letzten Schlachten gehe ich einfach mal davon aus, dass ich das Ding gewinnen werde. Was meinst du, Dü? Ich werde verteidigen. Also, Ja. ich werde es wohl verteidigen. Ja, ich glaube da eher nicht dran. Übrigens, der Dü ist ein bisschen erkältet, also jetzt gleich, wenn ich mich mute, würde man das nicht mehr bei mir hören, Wahrscheinlich nicht, das ist aber beim richtig. Dü, aber beim Dü selbst auch, wird man das schon mitkriegen. So, ich denke, wir legen einfach mal los. Lang genug gequatscht. Wir sind übrigens in einer neuen Aufnahme. Das heißt, ich habe vergessen, automatisch berechnen auszuschalten. Wir klicken trotzdem auf Echtzeit. So, damit wird sich jetzt gemutet und dann geht's schon mal los. So, und damit willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ja, die Schlacht um Minas Tirith. Ja, er hat meine Armee, ich habe nichts außer die Festung. Werden wir mal schauen, wie weit wir mit dieser Festung zurechtkommen, um ihn vielleicht auch zurückzuschlagen. Ja, müssen wir gleich einfach mal schauen. Er hat natürlich mit seinen Fähigkeiten, die er da bei den Menschen mit reingepackt bekommen hat, große Vorteile, das heißt Baumeister. Also wir haben, das heißt, wir haben erstmal eine relativ hohe Produktion. So, wir werden hier unten. So, wichtig ist erstmal auf jeden Fall das Tor auch mal zuzumachen. So, machen wir erstmal das Tor zu. Wir werden mal was Neues probieren. Und zwar, was haben wir jetzt hier gebaut? Wir haben jetzt hier die Uru-Grube gebaut. Wir brauchen jetzt eine Warg-Grube. So, das heißt, wir werden die Warg-Grube werden wir hier hinbauen. So, er hat jetzt hat schon gesehen, ob ich vielleicht so, die Frage ist, ob wir die ganzen Türme hier bestücken. Ob sich das lohnen würde. So, wir werden auch. Hier hoch kommen. Kommen wir hier hoch eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Er steht hier unten mit seinen paar Einheiten, steht er hier rum. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was wir bauen. Bauen hier unten hin eine weitere Warggrube. So, dann bauen wir hier erstmal ein paar zweimal Bogenschützen. Aber wir haben unsere Fertigkeiten, haben wir jetzt gerade ganz vergessen. So, das. Wir nehmen auf jeden Fall unseren Wächter mal mit an Bord. Ja, gut, das nutzt uns jetzt nichts. Anderes. 8 Fertigkeiten haben wir jetzt noch. So, die Warggrube baut jetzt natürlich noch hier erstmal. Haltet die Waage in der Warggrube. So, erstmal zwei. So, wir bauen eine Uru-Grube, bauen wir hier unten hin. Noch. Wir bauen jetzt auf verschiedenen Ebenen, beziehungsweise auf unterschiedlich, dass wir unsere Armee unterschiedlich aufbauen können und die dann irgendwann später mal zusammenführen können. Das soll letztendlich den Vorteil haben. Es können die haben Stärken gegen die ganzen Träger und Korsaren. Wir werden auch mal zwei Korsaren bauen oder so umbauen. Er wird wahrscheinlich erstmal mit Katapulten wird er wahrscheinlich meine Festungsmauern versuchen anzugreifen. So, werden wir uns einen kleinen Nebentor-Upgrade werden wir uns hier mal bauen, damit wir hier dann rauskrollen können. Wir bauen genauso, bauen wir hier hinten
kleines Nebentor-Upgrade. So, dann bauen wir eine weitere Uru-Gruppe. Ja, das dachte ich mir schon, dass er rechtzeitig kommen wird. So, dann bauen wir hier erstmal noch zwei weitere Uru-Gruben. So, dann bauen wir hier erstmal noch ein paar Soldaten. Und wir bauen jetzt hier oben, bauen wir erstmal noch die Rüstkammer hin. Herrüstkammer, da will er nicht bauen, da will er nicht bauen, die Ball will er nicht bauen. Scheiß, da will er bauen. Mein Werk hat Hunger. So, vernichtet sie. Yes. So, jetzt spionieren wir ihn mal aus. So, jetzt hat er hier natürlich seine. So, jetzt gehen wir erstmal zurück. So, mal schauen, ob unsere kleine Armee noch. So, konnten wir was umhauen? Ja, ging schon noch. So, dann bauen wir hier das andere mal aus. Dann haben wir hier haben wir drei Einheiten. So, er hat jetzt bisher hat er hier noch nicht, wobei wir jetzt hier jetzt noch nicht sehen, was er da so alles hat. Müssen wir gleich das Ganze nochmal aufdecken. Wir werden auf jeden Fall. Ja, das war nicht ganz so geplant. Kommen die hier irgendwie lang? Ja. Der hat leider den falschen Weg da genommen. Uns kann niemand aufhalten. Vorwärts, mir nach! Vorwärts, los! Vorwärts, mir nach! Machen wir uns auf die Jagd! So. Wird hier wieder mit seinem. Reißt es nieder! Bringt sie zum Lager zurück! Wir füttern sie im Lager! Reißt es ein! Zieht euch zurück! Bringt sie zum Lager zurück! Ich krieg langsam Hunger! Kommt schon, ihr Seeratten! Ja, er wird erstmal in der Mitte, wo er sich da positionieren. Wir werden uns mal anschauen, was er denn jetzt hier so gebaut hat bisher. Bisher noch nichts, noch nichts war da. Wird sich so Armee ist. Er plündert in unserer Lage. Hier unten wird angegriffen, aber bisschen was, aber da passiert nichts. Gut! So, dann schauen wir doch einfach mal, ob wir vielleicht hier irgendwie was zerstören können. Haltet eure Messer bereit! Beeilung! Weiter, weiter! Vorwärts, mir nach! Beeilung! Naja gut, da brauchen wir gar nichts machen. Da brauchen wir gar nichts machen, das wird sowieso zerstört hier oben. Da gehen wir hier drauf. Aber wir können uns auch erstmal nochmal zurückziehen hier.
So, dann werden wir uns mal. Wir haben die Rüstkammer erweitert. Diese Armee ist schon groß genug. Sie plündert unser Lager. Die neuen Wagreiter sind da. So, dann bauen wir mal noch zweimal Wargrider. So, wo haben wir denn bitte zwei Wargrider? Haben wir hier? Haben wir hier noch mal einmal Warg? Jetzt hier natürlich schon mal eine gute Armee aus. So. Ja, wir werden die Korsaren werden wir mal dazu nutzen, die Gebäude hier mal zu brandschatzen. Die neuen Wagreiter sind da. Worauf wartet ihr noch? Los, weiter. Es gibt Arbeit. Vorwärts, los. Wir haben die Rüstkammer erweitert. Sind los, Sie das? Weiter! Ist das der Feind? Vorwärts, los! Worauf wartet ihr noch? Beeilung! Weiter, weiter! Vorwärts, los! Die neuen Wagreiter sind da! Wir haben die Uhr. Durchsucht die Hütte! So, was baut er hier? Er hat hier noch ein bisschen was stehen. Da hat er bestimmt was stehen. So, jetzt kommt natürlich seine Armee, kommt jetzt hier natürlich an. Worauf wartet ihr noch? Beeilung! Durchsucht die Rüstung sind fertig! Brennt das Gebäude nieder! Wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal hier so ein klein wenig Schaden anrichten. Hier kann man nichts bauen, warum kann man hier nichts bauen? Scheinbar kann man nur hier was bauen. So. Da holen wir uns mal ein bisschen Holz. Kann ja nicht so schaden. So. Ich krieg langsam Hunger. Macht eure Waffen bereit. Einen kleinen Turm hingestellt, um seine Geschütze zu bauen. Ich werde einfach mal ein bisschen was bauen hier hin. Die Korsaren aus dem Gasthaus. Ich traue ihnen nicht. Die Feuerpfeile sind fertig. Sie greifen uns an! So, die Frage ist jetzt natürlich, ob ich jetzt schon aufrüsten sollte oder ich lieber damit noch warten sollte etwas. Ich würde ja eigentlich lieber noch warten damit. Da ich ja weiß, dass er noch die Armee der Toten hat. Ihr
Oh, da ist ein Katapult. Das ist hier gerade mein. Aha. So, Dü, was meinst du? Wollen wir erstmal Pause machen? Ja, können wir. Ganz gerne. Gut. Dann Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich dann die Minas Tirith hier platt machen werde und alles erobern werde, was überhaupt zu erobern geht. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Glaube ich nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.